Moin, moin und willkommen zurück zu Warhammer Chaos Bane. Und ja, erstmal Entschuldigung, dass jetzt am Montag kein Video kam. Das lag daran, dass, ja, wie das halt manchmal so ist, ne? Man geht Freitag mal mit Freunden eintrinken, dann ist Samstag auch noch was und Sonntag, ja. Da ist man damit beschäftigt, dass man noch am Leben bleibt und quasi auf der Couch versauert. Ja, ich fühlte mich, also ich hatte eigentlich geplant, quasi Sonntag Aufnahmen zu machen. Aber da es mir Sonntag Hundeelend gab, ging und da macht es keinen Sinn, Aufnahmen zu starten. Weiß ich nicht, mit dickem Kopf und naja, mit einem Magen, der sich dreht. Aber ich habe mich nicht übergeben. Das ist immer sehr gut, weil wäre zu schade für den Alkohol, ne? Trinkt man natürlich ein paar Bierchen und dann, ach, naja. So ist das halt. So, obwohl ich auch heute keine Zeit habe, eigentlich mache ich mir mal schnell eine Aufnahme, damit wir hier mal weiterkommen und ihr dann noch mal was bekommt, weil sonst wird es wahrscheinlich erst nächste Woche wieder, weil es ist gerade so viel zu tun. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir müssen hier zu Teclis. Now that we have dealt with Axarath's guardians, we may begin our search for the Demon Prince's source of magical energy, an obscene shrine known as the Fane of Forbidden Secrets. The shrine is infused with countless souls that Axarath has corrupted over the centuries. It fuels his most powerful spells and helps maintain the wards protecting the Harbinger's fortress. The shrine is well hidden, but the law says that it is located very close to Axarath's court. Find the secret path that leads to the shrine, and then strike quickly, before the Demon Prince realizes its peril. Also müssen wir jetzt ab in den Wald, oder was? Doch in das Reich des Chaos wieder zurück. Hauptaufgabe. Okay, klang gerade so, als ob ich wieder in den Wald rennen muss. Kann ich mich nicht mehr sehen. Mache ich das Spiel gleich wieder aus. Wenn ich wieder in diesen Wald muss. Ah, das sieht doch schön aus hier. Hier sieht es schön aus. Eine elendige Treppe. Ach. Dass da was im Weg ist, finde ich ein bisschen doof. Ah, hier so ein Magier. Der ist was fies hier. Oh, da mal weg. Oh, ihr mit eurer Leuchtekack hier. Geh weg. Ah! Oh nein, ich spring voll falsch. Tut mir leid. Ich gehe mal einfach auf die andere Seite. Da ist bestimmt eine Truhe. Da sehen wir sie auch schon. Alter, was sind das für Treppen, ey? Aber das Geländer, also das, die Stützen sehen cool aus. Ah, komm. Er schmeißt daneben, ohne... voll so... Oh, ich hab keine Kraft. Kriegt er einmal einen auf die Nase und weg ist er. Tentakeln. No, I need more time. Ach, wegen Einrechnen hinterher. Genau, dann komme ich doch gleich zu euch. Let's give them a little respite. Das müssen wir einsammeln. Auf jeden Fall. Und es gibt jetzt mehrere Signale. Die wohl interessant sind. Verdammte Axt. Was ist das denn hier?
Die Fragmente der Karte einsammeln. Ach so. Da wir jetzt wieder nach unten müssen, gehen wir mal nach oben und gucken, was hier so ist. Oder hier lang einfach. Ja, eine Truhe. Fantastisch. Na, bleib stehen. Wo ist denn das Gold von hierher gelandet? Ist bestimmt runtergefallen, ne? Da ist auch eins wieder weg. Das ist doch scheiße. Wenn das Gold irgendwie runterfällt. Ja, euch mag ich nicht so, ihr Scheißviecher. Ah. Ich brenne. Magisches Feuer oder so. Ah, und er hat hier so zwei kleine blaue Schweinchen kreiert. Oh. Oh, keine Lust, komm her. Geht doch mal krepieren. Da ist noch Gold, das nehmen wir mit. Oh, ich laufe euch nicht hinterher, das sehe ich gar nicht ein. So, es geht oben weiter, das heißt, wir gehen nach unten. Ja, aus dem Weg. Das Fragment nehmen wir noch mal mit. Hör mal auf, mich anzuleuchten. Ich bin ein Zwerg, ich stehe nicht auf Magie hier. Aber anscheinend gehe ich doch irgendwo hin, wo ich nicht hin wollte. Dann holen wir noch mal das andere Fragment. Einfach vorne rein springen hier. Oh, hier wird's viel. Ich muss weg, ihr seid zu viele. So viel blau und lila. Vielleicht da keiner mehr durch hier. Ui, was ist denn jetzt los? Ah, da will ich hin. Da ist was Rotes und da auch. Geh mir aus dem Weg. Ich will mal sterben. Oh. Dreckiges magisches Feuer hier. Zieh Leine, Alter. Geh weg. Kann die blauen Viecher langsam nicht mehr sehen. Ah, ja. Die werfen echt so kacke. Das sieht halt so lustlos aus.
hier geht's auf jeden Fall weiter und hier gehen wir auch lang. Ach, es ist auch das, wo wir hin sollten. That's the entrance. Ah. Oh, jetzt habe ich einen Text weggepackt. Eine Illusion. Mhm. Schluck Kaffee und weiter geht's. Das Gotteshaus der verbotenen Geheimnisse. Keine Zeit, also in Ruhe. Noch mehr von diesen Kasper-Viechern. Lass mich doch mal durch hier. Von den größeren habe ich ein bisschen mehr Respekt. Aber die kleineren nerven mich halt mehr. Da ist wieder Gold. Ach, noch auf den Gang geflogen. Das ist natürlich toll. Besser als runter. Aber da erwartet wieder jede Menge Schlachtmaterial. Bleib stehen, du Teleporter Heini. Scotty auf zwei Beinen hier. Was macht der denn? Der dreht sich. Das war der Dämonentanz, ne? Oh, hau ab. Warum habe ich denn hier meine Power verloren? Habe ich die eingesetzt? Nee, ne? Nee, ich hatte gesehen. Wo ist die hin? Hat der irgendein Sausack mir die abgezogen oder was? Also dann ist hier gleich. Na, heilen wir uns mal ganz kurz. Schluck Kaffee. Oder dass mit Betreten dieser dieses Gebietes quasi das hier erlischt. Das ist sehr ärgerlich. Ich spare mir das immer extra auf. Und dann ist das eh weg. So, das habe ich ja lange überlegt, weil die ganze Gegner so kleckerweise kommen. Was ist das für ein Vieh? Dass wir so ein bisschen Kleinzeug. Machen wir mal weg. Das machen wir mal so nach und nach. Das ist irgendwas Größeres, was ich noch nicht kenne. Aber das kann man töten. Don't toy with me. Just strike the fatal blow. Irgendwie ein lebendiger Flammenwerfer. Den kennen wir ja schon in Asien. Was ist denn da passiert? Jetzt weg. Oh, da lag noch Geld. Ich wollte nur zum Geld hin. Was habe ich da übersehen? Wie ist denn das passiert? Die größeren, da muss ich echt aufpassen. Die haben ja gerade meine Lebensenergie weggesaugt wie nichts anderes hier. Die wollen ja nicht krepieren. Du kleiner Drecksack. Hat sich schon wieder geheilt. Du kleiner Arsch. Da brenne ich wieder. Da ist was zum Einsammeln. So, gucken wir mal in das Büchlein rein. Nach Nullen zurückkehren. Das war's schon?
War ja ein kurzes Intermezzo. It's done. I know. I felt its destruction through the portal. Well done. Axarath has suffered a terrible blow, but he will quickly recover. We must move swiftly now. If you have any preparations to make, do so at once. I will ready the portal for when you return. Ich verstehe. So. Goldkron. Irgendwas. Blaue Juwelen oder so. So. Dann gucken wir mal, was wir für einen Krempel wegschmeißen können. Oder vielleicht können wir noch was... hier, der Schlipper sieht doch gut aus hier. Verbessert doch alles. Ist doch fantastisch. Aber der hat... Gesundheitsregeneration. Aber wir haben fast 2000 mehr Gesundheit. Wir machen es einfach mal. Aber den verkaufen wir nicht, den heben wir auf. Hm? Hab ich getauscht. Jetzt habe ich getauscht, okay. Den heben wir uns auf. Hier haben wir einen schlechteren auch mit... Der ist besser hier. Gehört auch zu diesem Garkin-Set, aber... ich lasse den mal einfach ab. Weg, meine ich. So, der gehört auch bestimmt zu diesem Garkin-Set, ne? Aber Gesundheitsregeneration und das 0,5. Der hat 0,6. Das ist eindeutig das, was wir nehmen. So, der ist schlechter. Geben wir nochmal auf. Der Rest ist, glaube ich, nicht der Rede wert. Ah ja, hier habe ich ja keine Truhe, ne? Oder... Wo haben wir vorhin angefangen? Wir kamen doch hier durch irgendeinen Kackraum. War das der hier? Ja. So, das ist alles ausgerüstet. Den einfach nochmal beiseite packen. Den nehmen wir auch mit. Und dann war das noch so ein Rückenteil. Das hier. Genau. Handeln. Ach komm, Spende. Alles weg damit. So, dann haben wir hier noch was. Maximale Gesundheit erhöht. Oh. Ach, wir haben noch einen Punkt. Ja gut, dann machen wir mal ein bisschen Rüstung hier. Der, die Seite ist mir egal. Ich wollte ja nur diese gute Attacke hier haben. Der Rest. Da haben wir noch 11 Punkte übrig. Können wir was mit reißen? Geht sogar. Davon die bessere Attacke war Müll. Bei dem anderen bin ich noch nicht so überzeugt gewesen. Oh, könnten wir den vielleicht? Oh, das wär schön. Wo ist der? Davon Stufe 3? Oh, das klappt sogar. Oh, ja. Was ist da jetzt anders? Feuerschaden und hier Feuerschaden plus 10%. Oh, jeppe. Das ist gut. Das hat sich noch gelohnt. So, dann ab zu Teclis.
Wir haben die Mission zwar zu Ende, aber weiß nicht. Das wäre ein bisschen kurz für ein Video. Wir können ja mal kurz gucken, wie die nächste Mission ist. Axe Biter. We must strike now or never. Axarath has been weakened, but remains a powerful foe. The Demon Prince knows it is under attack and has gathered its remaining followers to defend its court. You will be fighting against terrible odds, and if you fail, well, life's worse than death for one such as I. Enough talk. We're wasting time. Dann geht. Mögen die Götter mit euch sein. Dann machen wir doch. Klingt so ein bisschen nach Endgegner. Ihr wisst, was passiert. Ich kriege sowieso erstmal 20 Mal auf die Fresse. Aber erstmal müssen wir hinkommen. Vielleicht mache ich dann zum Dämonenprinz dann nochmal. Oh. Hallo. Und tschüss. Mach immer diese kleinen Viecher. Ich habe keine Lust, mit euch zu kämpfen. Ach, mit dir habe ich auch keine Lust. Stirb, du Flammenwerfer. Alter, der zieht noch runter. Ich brenne immer noch. Das gibt's doch nicht. Ich hatte fast meine ganze Energie, ich glaube, bis zu diesem Bereich. Dann hat der Wichser mich getroffen. Ich habe mich geheilt und brannte immer noch weiter. Das ist eine Sacknaht. So. Also diesen Flammenwerfergeister, Dämon, das ist scheiße, das Vieh. Der steckt hier irgendwie fest. Ich dachte mal, ich tue dem Typen was Gutes. Kein Flammenwerfervieh. Dann kann der Rest sterben. Und ich habe auch das Gefühl, ich kriege hier weniger hier Wut oder sonst irgendwas durch diese Gegner. Oh, die schweben in der Luft. Auch nett. Ob das so gewollt ist. Gold nehmen wir mit. Wir werden ja viel sterben. Also ich werde definitiv bei dem... Man muss einfach diesen Rhythmus lernen von dem Gegner. Ach, hier sind ja auch noch überall Truhen. Da brauchen wir ja viel Gold. Ich glaube mittlerweile, wenn wir einmal sterben, müssen wir gleich 20.000 zahlen. Weg. Ah, diese. Oh, den gleich hier wegmoschen. Wegmoschen. Ah, die sind nur leicht angefackelt. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ah, ich laufe da auch noch rein wie ein Horst. Na los, kommt her, gib mir doch hier was Schönes. Ihr kleinen... geizigen... Flammenmagier, Viecher, keine Ahnung, ey. Ja, mit euch will ich sagen, Fackel. Ja, okay, der war auf jeden Fall nicht so, dieser eine Geist oder was für ein Vieh das ist, ist auf jeden Fall schlimmer. Mit den magischen Flammen, sag ich mal.
Geh doch mal kaputt hier. Oh, oh, da müssen wir weg. Da müssen wir mal kurz heilen. Nichts hinterlassen hier, die Schweine. Sah gut aus, wie er sich gedreht hat. Oh, es sieht nach einer Versammlung aus hier. Oh, oh, da muss ich hin. Ich mich da durch. Oh, lass mich da durch. Yes. Boah, wo rennt der hin hier? Mr. Teleporter. So. Ach, gehen wir mal da lang. Wir heilen uns mal ganz kurz und warten ein bisschen. Ja, okay, scheint alles wie normal zu sein. Wo kommen die denn alle her hier? Ich hoffe, da geht's nicht zum Endboss. Ah. Oh, hab ich nicht gesehen. Bei den ganzen blauen Flammen hier. Ah, hier geht's uns zur Truhe. Dann biegen wir mal hier ab. Gucken wir, was wir hier so abschlachten können. Also wenn ich das... Wenn ich hier die Chaos-Fraktion hier in ihrem eigenen Reich platt mache... Eigentlich ganz schön erbärmlich. Die haben groß Heimvorteil. Ein Zwerg kommt und macht sie Platz. Oh. Och, das macht keinen Spaß hier. Oh, das macht auch keinen Spaß. Oh! Dafür hat man diese gute Attacke. Einfach mal problemlos so einen Klops wegmachen. Ah, wir brennen wieder. Die hängen da auch an der Seite. Ich glaube, der hängt da auch fest. Oh, da ist was fallen gelassen worden. Das nehmen wir gleich mal mit. Die hängt da auch fest. Trauen sie nicht so richtig, ja? Oder der Weg ist einfach schlecht programmiert von den Viechern. Oh, ihr mit euren Leuchtenmist, ihr nervt mich nicht. Diese ganzen Gegner in dem Spiel, die irgendwas werfen oder schießen, gehen mir einfach auf den Sack.
Weil die immer schneller sind als ich. Jetzt ist es raus, jetzt habe ich es gesagt. Die nerven mich. Ah, das sieht nach was Größerem aus. Hat jemand noch was Schönes von euch? Das ist wahrscheinlich, das ist natürlich nicht der Endgegner. Wir werden es wahrscheinlich so machen wie letztes Mal. Bei den, wer war denn das? Bei den Dämonen? Ich überlege gerade. Hier, die Damen. Slanesh. Da war das ja auch erst so ein Drache quasi. Damit ich ja mal eine super duper Waffe hier einsetze. Und dann kommt direkt dann der Dämonenprinz. Wir machen es auch, komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wow, wow, wow. Machen wir den noch? Jetzt haben wir mal Ruhe hier. Na, lief doch. Mal gucken, ob jetzt gleich der Dämonenprinz kommt. Aber wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Hier runter. Oh ja, hier geht's richtig. Dann gehe ich mal in diese Richtung. Ah, hier gibt's nur eine Truhe. Das dahinter ist viel interessanter. Ich komme da nicht hin. Scheiße, ey. Dass sie Sachen fallen lassen, wo man nicht hinkommt. Da ist auch eine Truhe. Gucken wir nochmal. Bringt's was? Bringt's was? Bringt's was? Minusschaden durch Gegenangriff, aber... Heute Qualität, ja komm, dann nimm mal das doch, das ist auch... So, weniger Regeneration nehme ich nicht mit. Ich hätte lieber mehr, das schwächt uns auch zu sehr. Nein, ich will meine 0,6 Regeneration behalten. Schaden 2100, aber... dürfte doch eigentlich besser sein. Aber vom Werten generell ist der irgendwie... Teste mal mit der Waffe da. Ist auch gerade mehr Schaden gewesen, ne? Mehr Schaden. 14400 und... 2000 Widerstand. Aber wir machen, komm. Machen mehr Schaden. Nee, komm, wir bleiben bei der Rüstung. Wir bleiben bei der Rüstung. You will suffer for what you have done. Dwarf, I swear it before Almighty Tzeentch, your agonies will last for 1000 years. Okay. Aua! Die haben mich betäubt, die Schweine. Oh, diese Flammenwerferpisse. Und dann noch dieser Boss. What a sweet death. Und noch mehr Flammenwerferpisse. Los, heilen, heilen, heilen. Hat mich natürlich voll erwischt. Stopp da mal.
Ja, Volltreffer. What a sweet death. Just another second. Fuck you! Spring doch mal da rein! Ah, hat er mir wenigstens einen Gefallen getan. Sohn einer Hure! Das war alles? Okay, doch nicht der Endgegner. Hm. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der mich jetzt absolut fertig macht. Hm. Bin überrascht. Das kann's noch nicht gewesen sein. Oh, Kapitel 5. 4 mache ich aber richtig, okay. 3, 6. Normalerweise 3, 6, 9. Ah, da haben wir noch einiges vor uns. That was a deed worthy of legend, Braggy Axebiter. Axarath is no more, and the Harbinger is now within our grasp. The final battle is at hand. Ja, ganz ehrlich, das war kein Problem, aber ich dachte so, dass der Dämonenprinz jetzt vielleicht der Endboss wäre. Na gut, habe ich mich geirrt. Aber haben wir ja ganz gut ausgeteilt, diese Runde. Habe ich das noch nicht gelernt? Dann jetzt. Und dann würde ich wieder die nächsten auf Rüstung machen, damit wir vielleicht die Rüstung nochmal auf 10% kriegen oder so. Oder vielleicht zu dem Punkt hier. Dann haben wir ein bisschen Rüstung. Champion Schadenreduktion, okay. 4% Rüstung, bitte mal bei 10% Rüstung und dann noch 10% mehr Gesundheit. Gesundheit können wir ja immer gebrauchen. Gut, dann machen wir hier erstmal einen Break und dann schnitzeln wir nächstes Mal weiter. Ja, 3 Kapitel nicht, aber ja. Nicht mehr lang und dann haben wir Kapitel 4 durch und dann bin ich mal gespannt, ob das Spiel zu Ende ist quasi oder ob es dann erst richtig losgeht. Ich lasse mich überraschen. Wenn es euch wenn ihr das Video gemacht habt, dann lasst doch mal gerne einen Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.